Hi Leute, willkommen zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge Nummer 4 und diesmal dreht sich alles um den Endboss des Dungeons, die andere Seite. Und das ist kein geringerer als Muezzala, der Gott des Todes. Ja, der Fight beginnt damit, dass er nach wenigen Sekunden die erste Fähigkeit castet. Das ist der sogenannte kosmische Kunstgriff. Beim kosmischen Kunstgriff spawnt er aus beiden Händen zwei Kugeln. Ihr habt es hier gesehen, eine schießt nach hinten los und die eine ist gleich hier vorne geblieben auf dem Melee. Und belegt die getroffenen Spieler mit einem Debuff. Dieser Debuff detoniert nach 6 Sekunden und fügt allen Spielern ja, relativ moderaten Schaden zu. Wenn natürlich beide Kugeln gleichzeitig hochgehen, sind es natürlich umso mehr. Man kann diese Kugeln aber ja, dispellen. Und sobald diese Kugel innerhalb von den ersten 6 Sekunden dispellt wird, bleibt auf dem Boden ja diese Kugel sozusagen liegen. Ich zeige euch das mal. Hier wird nämlich gerade der Melee vom Heiler dispellt. Hier vorne bleibt die Kugel liegen. Und ja, wenige Sekunden später. Na, was ändern? Wenige Sekunden später spawnt aus dieser Kugel dann eine. Ja, Zone. Diese Zone detoniert logischerweise auch wieder ein paar Sekunden später und alle Leute, die sich da drin befinden, erleiden massiven Schaden. Das ist auch wieder so ein ja, Spell, der selbst auf Normal Mode 50% abzieht. Heißt also, spätestens High Keys, wenn ihr bei der Detonation da drin steht, wird das euer Tod sein. Letztendlich wollt ihr die Fähigkeit folgendermaßen spielen. Die beiden Spieler, die diese Kugel bekommen, laufen an den Rand, lassen sich am Rand dispellen, legen die Kugel hier ab, laufen wieder zurück, weil es ist gut. Ihr wollt es auf gar keinen Fall so haben, wie wir es jetzt hier haben, dass hier mitten in der Mitte so eine Fläche liegt, weil, ihr seht es vielleicht schon hier oben im Frame, zu diesem Zeitpunkt castet er bereits seine zweite sehr wichtige Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit Meister des Todes. Bevor ich die einmal durchlaufen lasse, muss ich hierzu am besten was erklären. Meister des Todes ist eine Art Triple Combo. Das heißt, er haut dreimal in die Arena rein, in drei verschiedene Zonen. Und diesen Zonen kann man und muss man logischerweise auch ausweichen. Weil wenn ihr von Meister des Todes in einer Zone getroffen werdet, bekommt ihr einen Debuff, der euch ja, über einen gewissen Zeitraum Schaden zufügt und stackbar ist. Was also bedeutet, dass ihr auf gar keinen Fall von zwei oder gar drei Mal der Ability Meister des Todes treffen lassen solltet. Und das ist dann auch eine Fähigkeit, die ja, spätestens auf High Keys perfekt gespielt werden muss. Meister des Todes hat, wie gesagt, drei Flächen, die er hier in der Arena belegt. Einmal gibt es den nekromantischen Schlag. Das ist so eine, das deutet sich an durch so eine grüne Animation. Das heißt, hier vorne in dem Bereich wird der Cast gewirkt. Dann gibt es eine Blutfähigkeit, die castet er jetzt auch, das sieht man hier. Die crasht quasi in die linke Hälfte hinein, also belegt quasi hier den ganzen Bereich, das heißt, ihr solltet da auf gar keinen Fall stehen. Und der dritte Schlag von dieser Triple Combo, das ist Schattenmagie, die geht logischerweise hier in die andere Seite rein, in die rechte Seite und würde quasi hier alles belegen. Das heißt, es ist so eine Art kleiner Dance. Ihr müsst halt gucken, weil diese Abfolge, die kann random sein. Wo fängt der erste Schlag an? Wo kommt der zweite? Wo kommt der dritte? Dann kann man das ja eigentlich komplett negieren. Und wie ich schon mal sagte, das solltet ihr auch gerade in High Keys. Wie gesagt, hier ist jetzt die Kombination erst rot. Zack, rot. Dann kommt lila. Und als drittes grün. Ich laufe zurück, weil hier vorne gleich alles zugemüllt wird. Ja, und das ist quasi diese zweite wichtige Fähigkeit, die auf jeden Fall gespielt werden sollte. So, wenn ihr diese Combo einmal erfolgreich gespielt habt, castet er sein Ultimate und hierbei handelt es sich um die Fähigkeit Realitätszersplitterung. Realitätszersplitterung ist ein Cast, der, wenn er durchläuft, alle Spieler innerhalb von mehreren hundert Metern sofort tötet. Jetzt fragt euch natürlich zu Recht, wie kann ich denn diese Fähigkeit umgehen, dass ich hier nicht auf der Plattform sterbe? Und zwar castet er
Insgesamt 6 Portale, 3 links und 3 Portale rechts. Durch diese Portale kann man durchgehen und sich hier quasi von der Plattform in sichere Entfernung teleportieren. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich lasse es mal weiterlaufen. Ich springe über das, durch das Portal auf die andere Plattform. Realitätszersplitterung geht durch und ich bin nicht tot. Im Gegensatz zu zwei meiner Mitspieler. Auch hier wieder zwei Leute dabei gewesen, die nicht wussten, wie es funktioniert und dementsprechend gestorben sind. Auf dieser Plattform angekommen, ihr seht es hier schon, ist ein zersplittertes Antlitz. Heißt also, Mursala hat sich mehr oder weniger in ja, zwei Einzelteile aufgeteilt. Der eine Teil ist auf der linken Plattform, wo ich jetzt bin, und der andere Teil ist auf der rechten Plattform. Diese Antlitze, die machen hier die ganze Zeit so Kugeln auf dem Boden. Von denen solltet ihr euch logischerweise nicht treffen lassen. Und ihr solltet versuchen, oder ihr müsst versuchen, den Boss in einem gewissen Zeitfenster, beziehungsweise dieses Antlitz in einem gewissen Zeitfenster auf beiden Plattformen down zu machen. Es ist also wichtig, dass ihr euch vor dem Fight mit eurer Gruppe absprecht. Das heißt, dass ja, drei Leute auf die eine Seite gehen und zwei Leute auf die andere. Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was macht da am meisten Sinn? Natürlich, wenn der Heiler mit dem Tank und einem DD auf die eine Seite geht und ja, zwei starke DDs, die vielleicht irgendwie ein bisschen Self-Heal haben, auf die andere Seite gehen. Wenn man dann dieses Antlitz besiegt hat, dann wird hier dieses Totem frei anklickbar. Ihr seht es hier. Das solltet ihr auf jeden Fall auch tun, weil wenn ihr dieses Totem anklickt, befreit ihr sozusagen Buon Samdi. Buon Samdi hat hier in dem Sinne eine wichtige Funktion, weil ihr seht es vielleicht noch hier im Boss-Frame. Wir haben in der kompletten P1 kaum Schaden auf den Boss gemacht. Er hat wirklich massiv AP und deswegen ist es hier wieder so eine Mechanik, wo ihr ja, ihn quasi in seiner aufgesplitteten Form umhauen müsst, weil dann Buon Samdi auf Mursala massiven Schaden über 2,5 Sekunden verursacht. Das zeigen wir euch jetzt gleich oder zeige ich euch jetzt gleich. So, auch die andere Seite schafft es noch, das Add zu machen. Und Zombie teleportiert sich auf die neue Plattform. Und ihr seht es hier gerade, er haut quasi mit seinem Cast massiv HP von dem Boss herunter. Darüber hinaus profitieren auch wir Spieler von dem ja, Buon Samdi Cast, weil er uns hier so einen kleinen Haste-Buff gibt, der quasi nochmal ja, alle Spieler bufft. Deswegen wäre auch hier wieder ein guter Zeitpunkt, um vielleicht ja, CDs zu ziehen, um in Symbiose damit ja, guten Schaden zu verursachen. Ja, seht ihr, er droppt auf fast 50% und ja, dann beginnt quasi P1 von vorne. Das heißt, zuerst wieder die kosmischen Kunstgriffe, die beiden Kugeln auf die Spieler. Dann habt ihr das hier gerade gesehen, hatte ich eben noch nicht erwähnt. Es gibt eine Fähigkeit, wieder so einen ja, massiven Tank. Debuff oder massiven Tankschlag, den er verursacht, der wird auch sicherlich wieder auf High Keys mit irgendwelchen Death-Fähigkeiten negiert werden müssen. Und ja, dann kommt jetzt schon wieder Master of Death. Zuerst hier vorne grün, dann rot, also rechts rüber. Zack, und dann der letzte Schlag der Combo auf der rechten Seite. Und ihr seht hier, perfekt von mir gespielt. Ein Debuff erhalten, so soll das aussehen. Das macht er dann in der zweiten Plattform zweimal. Lila, grün und rot. Was ich hierzu noch sagen wollte, ihr habt es ja gerade gesehen, der grüne Schlag, der ist relativ breit, also der hat hier wirklich die ganze Breite, ne? Das heißt also, wenn ihr vorne hier auf dieser ja, abgetrennten Plattform steht, werdet ihr von dem grünen Socks auf jeden Fall getroffen. Bedeutet natürlich für so einen Tank wie DK, der kein Speed-CD hat, dass man natürlich hier schon irgendwie versucht, auf Max Range zu stehen. Und wenn er dann Meister des Todes wirklich als erstes die grüne Zone castet, könnt ihr wenige Meter halt hinter die, ja, in die Safe Zone moven. Und da könnt ihr es auch quasi mit einer Klasse, die halt jetzt nicht so mobil ist wie der Blood DK, diese Fähigkeit eigentlich ohne weiteres negieren.
Ja, da kommt auch schon wieder die nächste Phase, Realitätszersplitterung oder Shatter Reality auf Englisch. Da seht ihr die Portale, wir hüpfen da rein, rüber auf die andere Plattform, hauen das da splitterte Antlitz down. Das ist im Endeffekt eine Wiederholung von dem, was wir schon gesehen haben. Sobald das Antlitz kaputt gemacht wurde, können wir das Totem anklicken. Born Zombie wird befreit, empowered, was auch immer. Wir werden gleich wieder zurückteleportiert auf die Plattform und dann ja, sorgt mehr oder weniger Born Zombie dafür, dass der Boss jetzt auch getötet wird. Das heißt, Stopp, nicht getötet, sondern ihr seht's, bei 10% oder so ist der Boss halt vorbei. Ich vermute mal, dass natürlich so ein mächtiger Charakter wie Moesala nicht in einem Fünfer-Dungeon verbraten wird, dass uns dieser Boss wahrscheinlich an anderer Stelle in diesem Add-on möglicherweise in einem zukünftigen Raid begegnen wird. Wir werden es sehen. Aber ja, das ist im Endeffekt der ganze Bossfight. Und ja, ist auch ein Fight, wo ich sagen würde, hier müsst ihr auf jeden Fall was raffen, wenn ihr den das erste Mal spielt. Weil, ja, sonst, wenn man das mit den Portalen nicht weiß oder nicht weiß, wie man die Fähigkeit Meister des Todes spielt, dann ist das natürlich nicht so gut für euch und letztendlich auch nicht so gut für die Gruppe. Ja, das war's auch schon dann. Ich bin durch mit dem ersten Dungeon. Die andere Seite habe euch alle vier Bosse vorgestellt. Und ja, bin schon dabei, für den nächsten Dungeon die Boss-Guides zu, ja nicht schreiben, sondern zu planen. Und ja, würde mich insoweit freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.